Lilo, kurzer Tipp, was mir öfter gefragt wird, ist, was habe ich da für Desktop-Hintergründe? Meistens sind die von artgnome.org. Ja, art.gnome.org. Backgrounds. Dort findet man sehr schön, übersichtlich, kann man auch sortieren nach Popularität und Name und Größe. Ganz Menge Bilder, ne? Und die sind dann frei verfügbar, die darf man haben. Nun ist es aber natürlich teilweise mühselig, die alle durchzugucken, ne? Bei mir. Ne? Zum Beispiel ab und zu habe ich dann ein Bild und dann schreibe ich noch den zu, das ist Creative Commons by von dem und den. Und dann finde ich manchmal die Bilder nicht wieder, ne? Wo habe ich das noch her und wie auch immer. Dadurch bin ich jetzt auf die Idee gekommen, ich hätte gerne mal eine kleine Sicherheitskopie. Eine Sicherheitskopie, und da habe ich einfach mal FileZilla genommen, FileZilla. Und da gibt er dann einfach mal ein ftp.gnome.org, ftp.gnome.org, ftp.gnome.org. Und dann könnt ihr euch anonym dort einloggen, könnt navigieren in den Ordner pub, also public, gnome, team, art, gnome.org. Backgrounds. Und den Ordner zieht euch dann mal rüber auf eure lokale Festplatte. Was ich gerade tue, momentan sind das etwa 1,6 Gigabyte. Ungefähr 2600 Dateien. Im Moment habe ich erst 1114 hier rüber geschaufelt. Die Anzahl der gleichzeitigen Dateiübertragungen solltet ihr vielleicht auf 3 übertragen, sonst kann es zu Fehlermeldungen führen. Wir wollen ja den Rechner nicht lahmlegen dort, ne? Und dann kommt, hier habe ich mir so einen Ordner auf der lokalen Festplatte angelegt, alles schön auf die Festplatte und dann kann man sich dahinter aussuchen, was man haben will, hat den Dateinamen und kann dann nochmal forschen, von wem war denn das Bild und wie auch immer. Im Moment sind es 1142 Objekte. Und es kommen ständig neue hinzu. Gut, den kleinen Download könnt ihr dann über Nacht mal laufen lassen. Und schon habt ihr ungefähr, also zum Zeitpunkt dieses Videos, 2600 Bilder in verschiedensten Auflösungen, Größen. Und könnt euch da schneller durchschaufeln, weil ihr mit Nautilus halt eine schönere Übersicht bekommt. In diesem Sinne auch nochmal herzlichen Dank an das Team von Gnome Art. Die machen einen ganz super Job. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.